Der Noahs Marsch ist der Einstieg und das Ende einer jeden T-Touch-Behandlung. Wir streichen den Hund vom Kopf bis zur Rutenspitze aus in langsamen, achtsamen Linien. Der Wolkenleopard ist der sogenannte Basis-T-Touch. Wir arbeiten da parallel zur Wirbelsäule entlang des langen Rückenstreckermuskels. Der liegende Leopard ist ein beruhigender T-Touch. Er wird mit den flachen Fingern ausgeführt. Der Waschbär-T-Touch wird mit der Fingerspitze ausgeführt. Er ist sehr, sehr direkt. Der Ohren-T-Touch ist der wichtigste T-Touch. Warum? Wir haben viele, viele Fallbeispiele, in denen der Ohren-T-Touch tatsächlich sogar das Leben der Hunde erhalten hat, bis tierärztliche Hilfe eintraf. Entspannung konditionieren kann man über verschiedene Wege. Einmal olfaktorisch, also über den Geruchssinn. Dafür bieten sich die ätherischen Öle an. Jetzt mischen wir das zu den eben genannten Teilen. Zwei Teile Kohlenhydrate, zwei Teile Gemüse und Obst und ein Teil Fleisch. Das waren jetzt ungefähr 5 Minuten und in diesen 5 Minuten hat Ihr Hund eine wirklich gesunde Mahlzeit, die ausgewogen ist und noch dazu wunderbar für seine Nerven. Es wird ihn entspannen, genau wie bei uns. Eine gute Mahlzeit lässt uns doch richtig schön uns wohlfühlen und uns zurücklehnen und so ist es beim Hund eben auch. Der Handtarget ist sehr praktisch, um Übungen beizubringen, wenn man nachher kein Futter mehr in der Hand hat. Folgt der Hund automatisch der Hand. Weil er weiß, das lohnt sich, dafür gibt es irgendwann ein Leckerli. Was hat denn am besten geholfen jetzt, dass er nicht mehr so viel bellt? Also zuerst habe ich laut mit ihm geübt. Ich habe geklickert, wenn er laut, halt wenn er gebellt hat, ja, dass er das auf Kommando kann. Wenn er dann nicht mehr gebellt hat, da habe ich gesagt leise, habe geklickert. Super. Und so hat er das dann gelernt. To me, one of the most difficult aspects of my work with dogs is to actually overcome fear, overcome anxiety. Because that is the root of so many other behavioral problems. Dogs that run away from their owners, that show poor signals to other dogs, and of course that attack or show aggression. Look, I hope this book is a great success. It deserves to be. It deserves to be a standard text for anyone who wants to embark on being a better dog trainer, a better animal psychologist. And nothing is more important than making people and our relationship with animals work better than it has before.